Ich sehe die ganze Zeit, Schieß passiert nichts, er drückt drauf, schießt blöd aus und haut mich um, komm. Wo sind eigentlich die anderen? Warum rennt da jeder denn hinein? Es hast eine Karte und jeder rennt voll hinein. Dreckspiel. Da. Ich kann Pokémon spielen, muss echt wieder das Go-Wöle spielen. Junge, Junge, Junge. Jetzt lass uns mal das loslegen, richtig machen. Ich hasse die Karte, ich kenne mich da absolut aus und ich finde es einfach nur scheiße. Meine Fresse. In 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Den ist auch schon nur Wand? Nee. Okay. Wand befestigt! Tür ist sicher! Eingang ist sicher! Oh, dann Party ist online nochmal. Ja, man kann es nicht anschreiben, aber noch Lust hat. Ah, ich hab's halt gerade, ich seh's gerade bloß, wenn du oder eh reinkommen ins Team, wenn du Bock hast, kommt ins Teamspeak rein. Hey, Frau, ist deine Vater bringt noch vorne sowas von wenig, kann ich dir sagen. Scheiße, über mir kann aufkommen. Da bist du nah dran, Ara. Geh weg da. Ja, ich will grad weggehen. HE ist drin, wie kann der HE rein, wenn ich ein Ding habe? Ja, wie kann das sein, wenn ich zwei so Fälle aufstelle? Wie kann das sein? Und ich kann nicht mal abhauen, sieh dieses Fixer oder so mal, komm! Ach, der rollt sich da rein, ich bin im falschen Eck. Ach, wäre ich doch bloß da blieben, echt? Das gibt's doch gar nicht. Es kann jetzt halt das. Mann! Ich laufe jetzt nicht mit der Nate, geht bloß spazieren im Spiel. Ah, ist zum Heil lang, egal wo ich bin, auf dem Bildschirm. Ist doch witzlos. Oh, ich kann kotzen. Wieso? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Das kann doch nicht sein, dass die genau wisst auf dem Millimeter, wo wir hocken, bitte. Da dahinter genau steht dann auch frei. Behälter beschützen. Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Sind einfach besser. Na, das ist gerade nichts. Du machst zu und plötzlich sind sie alle da und du hörst nichts. Das Spiel kotzt mir gerade echt. Das Ding hat solche Fehler. Du hörst kaum mehr, wenn sie irgendwo kommen. Ja. Gut, ich muss zu sagen, ich kenne die Schiffskarte, die hast du ja, das ist eine Dreckskarte. Die kommt so soll davor, die Karte, wenn du spielst. Und die ist einfach so verwinkelt und vom. Ah, mag die Karte. Das ist genauso blöd wie das Flugzeug. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Thank you.
schauen wir mal. Aber der war echt gut, der hat sogar geguckt, wo ich bin. Weil in die Ecke, wo ich gesessen bin, da hätte ich selber nicht hingeguckt. Ja, aber ich hab nicht mal ein geiles Video gesehen, da einer von der, wo das richtig gut spielt oder die, wo das gut können. Hey, das ist ganz einfach, was da gibt's ganz einfache Hacks, das kriegst du kaum mit, wenn sie sich verwischen. Du tauchst auf als Viereck. Die Rennstimme doch so oder so, oder? Ja, kann ja nicht stimmen. Bin ja viel besser als alle anderen. Das passt nur hinter, das passt vorne nicht. Der Ralf Lutz hat eine ist eine höhere Eigenschaft für mir, wo das den ganze Zeit spielt. Hab ich schon eine Guard gerankt. Schild hat auf jeden Fall einen erwischt. Virus hat einen erwischt. Aber... wo sind die denn? Hier habe ich Mauern... Boah! Feinde Ja klar! Hör mir auf, komm! Ich spiel danach nicht mehr, ich hab die Schnauze recht wohl. Der schießt wieder doch irgendwo durch, das gibt's nicht. Es kann nicht sein, dass die alles noch Windschießen kennen. Das kann doch nicht sein. Wo war der? Ich weiß der da! Der schießt doch irgendwelche Menschen tot! Ach komm, ich hab keinen Bock mehr, das kann doch gar nicht sein! Sie hast doch nicht in der Zeitlupe gesehen, wo er war. Nein! Das kotzt mir auch! Ich spring auf, ich sehe deinen Namen und plötzlich bin ich tot. Ah, bitte, wie kann das sein? Ah, stopp, windlos. Weg vom Game, ey. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Wieso hat das so vibriert jetzt gerade? Kann doch gar nicht sein, dass du so ein Wix-Game immer reinkriegst, oder wie? Oh, Alter. Kotze. Ja, aber wo siehst du denn jetzt deinen Rang? Dass du höher, niedriger bist als ich. Wo? Wenn du auf deinen Namen gehst, du bist, du hast jetzt das Bronze oder weiß ich am runter, was es auch immer ist, zeigt auch. Wenn du das jetzt so zwei Silber Bronze oder so denkst, weiß ich was ist. Ich hab Kupfer 1, das zeigt das am Schluss auch, wenn du deine Punkte kriegst. Ich hab bei dir bis irgendwas gesehen mit Bronze, aber oder Gold ziemlich weit oben auf jeden Fall. Das passt aber vorne und hinten, weil den mir ja geschrieben hat, hinter Problem mit dem Rangspiel. Der Jugend keine Kills, der Jugend das Teamspiel. Ja, danke, was bringt mir Teamspiel, wenn ihr mit zu 5 Spielen und 3 Gegner genau ist? Danke fürs Gespräch. Und so schau nach oben auf. Da gibt's einen, die sind richtig gut, die war plötzlich Ragstuf. Die spielen mit unser eines. Die haut uns reuerweise weg, weil sie es einfach richtig drauf hin. Ja, aber das war bei Go doch genauso. Wo die sich mal downranken haben, klar. Da, ja, aber sind sie ja mittlerweile Gender bei Go ist relativ eigentlich, wenn du lang nicht mehr spielst und machst einen Wettkampf, wo bist du gut und triffst dann, ja okay. Du musst aber recht lang nicht spielen, das ist passiert. Da könnte das nur so sein. Aber ich lang jetzt, also das spiele ich nur. Obwohl es jetzt sage ich mal mehr wie ein Vierteljahr gibt, absolut noch nicht ausgreifen. Ich mach's auch gerade absolut keinen Spaß, wenn du eine hast. Du hast keine, die schießt irgendwo durch, wo du gerade durchschießen kannst und hau dir Feuerweis gerade weg. Es bleiben noch 10 Sekunden. Barrikade errichtet! Noch 5 Sekunden. Da weiß jetzt auf der neuen Karte jeder Punkt und jede Ecke, wo du hockst. Also weiß ich auch, dass er nicht gefunden. Wieder richtig gut ist. Während des Angriffs aufzuspüren. Und hier eine 3 gehört oder dass er irgendwas hat, das kann ich jetzt zeigen.
So. Jetzt fehlt nur noch eine Tüte Chips und Popcorn und dann... Ach, von mir geht es bald, ich hab Schnauze voll. Was, drei Spiele und ich seh mal Gegner, wo dreimal Umschüsse von Gegner, wo du gar siehst. Das wurde schon wieder entdeckt. Wo lauft der Drohne rein, keiner sieht's, das gibt's doch gar nicht. Gerade jetzt zeigt, dass irgendwo Drohnen sind und mir nicht zählt. Also auf jeden Fall ist einer bei mir. Ich sehe den draußen nicht vor lauter Helligkeit. Der hockt da oben, guck mal das an. Da guckt er, ich kann den aufgucken, ich sehe den nicht einmal. Ja, die kommen jetzt, machst du hier dann auf, das ist schon witzlos. Ich habe jetzt vier Gegner und siehst du nicht und wirst umgeschossen, ohne dass ein Gegner siehst. Was soll der Witz? Bitte, ganz ehrlich, macht das Spiel keinen Spaß mehr, kann das sein. Vier Gegner und man sieht sie nicht einmal, da springt man auf und ich war abgeschossen und der andere hockt neben dran, passiert nichts. Ach, leck mir noch am Arsch, ey. Schießen die von oben runter oder was machen die? Keine Ahnung, bei meinen habe ich gerade Schüttigste, das blöde Liedzeichen ist. Buch Schnauze, ich schlick, kriegst ein Headshot und bist tot, dann geh fürs Gespräch. Das kannst du. Ich seh's nicht, wo sind. Du meinst, Leute, ich seh's nicht. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Der Arsch, wo mir umgeschossen hat, der reißt irgendwo auf und haut mir einen Schädel an und ich weiß gar nicht woher. Das ist echt zum Kotzer gewesen. Vor allem, ich guck da noch auf und seh nicht, wer verloren oder verhieß ist. Und der sieht mir und drückt mir einen Headshot rein. Guck, jetzt siehst du dann ran, was du bist. Guck, bei mir ist da drauf jetzt Kupfer 1 und bei dem ist, weil ich sehe, vielleicht Bronze 2 oder 5 oder 10 drauf schon. Okay, also gehst du jetzt raus, oder wie? Ja, das ist witzlos. Ich sehe gerade nichts mehr. Ich treffe diesmal. Ich habe viermal seinen Gegner nicht und er schießt mir irgendwo um. Ich habe da echt gerade keine Lust mehr. Vielleicht habe ich da auch einfach vielleicht auch zu lange gespielt, dass ich einfach auch nicht mehr den Kopf dafür habe. Aber das ist gerade witzlos gewesen. Wenn du umgeschossen schießt und siehst halt mal den Gegner. Also. Ja, das ist halt. Also, das, wenn ich umgeschossen war, weil jemand zählt, der schon ist, okay. Aber mittlerweile ist er nicht einmal ein Gegner und war umgeschossen. Und das kotzt mir an. Die wissen, aus irgendeinem Eck, aus dem letzten Winkel, drückt mir einer mit der billigsten Waffe ein Headshot rein. Du weißt nicht einmal wieso. Das ist ja witzlos, ganz ehrlich. Da macht mir das Spiel auch keinen Spaß. Da bin ich froh, dass ich Kupfer 1 bin und lieber bleibe. Und wenn ich dafür jedes Mal 10 Mal verlieren muss, dass ich da unten bleibe. Ja, okay, aber es gibt Leute, die haben halt so das Gespür. Ralf zum Beispiel, der weiß auch immer ganz genau, wo man steht. Der Ralf, den treffe ich ja mit dir, der schon mittlerweile von mir in Eufahr geht, den schieße keine Reue, weil ich wegschieße bei dem Spiel. Das hat er gerade aber, die hin jeden, ich hab den mal ein bisschen zu, was du gesehen hast, den auf der Millimeter bei jedem Fuß, wo du kommst, da glaube ich nämlich an dem Rangspiel, was die hin. Die sind nicht viel stärker eingeschufft besser wie ich. Vielleicht zwei Stufen höher und das war's dann. Okay, GTA hast du nicht, ne? Nein, no, ich hab aber glaub 4 oder sowas. GTA 5 ist mir langweilig. Ich war das gemütlich noch Film auch gucken und fertig.